Der Kirch nennt sich Naturgut. Sachsen und speziell die Lausitz sind berühmt für ihre vielen Teiche, die im Laufe von Hunderten von Jahren vor allem durch Mönche angelegt wurden. So entstand ein einzigartiges Biotop, in dem sich eine Vielzahl von Tieren im, um und über dem Wasser tummelten. Das Biosphärenreservat Guttau-Schwartau versucht mit dem Naturerlebnispark Guttauer Teiche und Olpasee dieses wunderbare Fleckchen Erde zu erhalten und zu bewahren. Genießt die Ruhe, entdeckt die unzähligen Tierarten und vielleicht, wenn ihr schön leise seid, könnt ihr auch den Otter sehen, wo er euch sucht. Das Gebiet wartet mit vielen Aussichtspunkten und Wissenswerten rund um die Lausitzer Teiche auf. Wenn ihr noch etwas weiter geht, kommt das Haus der 1000 Teiche in Wasser, wo ihr euren kleinen Spaziergang abschließen könnt. Ich habe vor vielen Jahren einmal den Beruf des Fischherrs in der Oberlausitz erlernt. Es gibt nichts Schöneres, auch wenn die Arbeit manchmal hart ist. Nach einer kleinen Runde durch die Teiche werdet ihr wissen, warum. PS, sehr gut geeignet für einen Familienausflug und das Picknick nicht vergessen. Denn die zahlreichen Bänke mit Fischen laden dazu ein. Hier handelt es sich um ein Naturschutzgebiet. Die offiziellen Wege müssen keine Zeit verlassen werden. Jetzt kommt noch ein Hinweis. Neu platziert im Wurzelbereich eines Baumes. 10 Meter östlich der Koordinaten. Gut, jetzt schauen wir mal, wie das hin ist.
coolen Start. Okay. 34 Meter ist dann noch typisch. Hier mache ich das. Und hier ein alter Stromkasten. Und schauen wir mal hinein. Und da. Den richtigen Knopf siehst du. Das ist. Wie heißt das? Gary? Nee, ich kenn das nicht. Das ist das SpongeBob. Das ist Gary. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.